das Kessel. Wer zum Teufel sind Sie? Sie kommen mit mir. Was ist los? Bin ich abtrünnig geworden? Die OSS hält Sie für ziemlich wertvoll. Ich hoffe, die haben recht. Wer ist dieser Böhm überhaupt? Ein Mann? Ein Monster? Eine Frau? Ich sage Ihnen was. Böhm versteht diesen Krieg besser als jeder andere. Besser als Goebbels. Sogar besser als der Führer. Was zählen schon Superpanzer oder Wunderwaffen? Am Ende nichts. Am Ende geht es nur darum, den Verstand der Menschen zu kontrollieren. Panzer und Bomben sind nichts im Vergleich zur Macht des Kinos, des Radios oder der Presse. Ein Schiff wird versenkt und wen kümmert's? Eine Mutter, einen Vater, eine Geliebte, einen Sohn, eine Tochter, ein paar hundert Leute. Den Angriff auf das Schiff auf Filmbannen, die Macht der Rakete. Das hat Böhm genial erkannt. Überlegen Sie mal, wie viele Menschen so einen Propagandafilm sehen. Von Ehrfurcht ergriffen, mit schlotternden Knien. Der Trick ist, die Leute ihre Probleme vergessen zu lassen. Setzen Sie Film, Radio, Zeitungen ein, damit sie sich gegenseitig hassen. Wenn Sie damit beschäftigt sind, jemanden zu hassen, kümmert Sie ein leerer Magen nicht. Ach, hören Sie nicht auf mich. Was weiß ich schon? Ich bin bloß ein Wissenschaftler. Ein Genie heißt es. Verrückt und versoffen. Ich habe mich für das Reich aufgeopfert. Wissen Sie das? Ich habe umgearbeitet für Böhm, bis mein Herz nicht mehr wollte und meine Leber letzten Endes. Sind Sie bereit zu opfern? Hm?